Mitten in der Savanne kommt eine Riesenwanne. Die Wanne rennt und rennt. Und du siehst, dass da jemand pennt. Du fragst, Gnu, bist du das? Und springst einfach dazu. Danke an Sunshine für diesen epischen Kommentar. Zu riesigen Nebenwirkungen schreiben wir aus hier. Hallöchen, meine lieben Popöchen. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir ein Spiel, welches mir so oft empfohlen worden ist in den Kommentaren. Da dachte ich mir, schauen wir uns das an. Ich habe nur die Vorschaubilder gesehen. Ich erahne Böses. Ich erahne, dass wir heute Dinge sehen werden, die leider im Trend sind, die echt krass sind. Wo ich selber sage so, why? Deswegen werde ich dieses Spiel auch spielen, weil ich dazu unbedingt ein paar Worte zu sagen habe. Weil das teilweise schon echt krass ist. Und auch wieder, ab wie vielen Jahren dieses Spiel ist. Und ich euch klar machen möchte, dass es nicht die Norm ist. Deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir das heute anspielen und darüber sprechen. Über Daumen nach oben würde ich mich übrigens sehr freuen über ein Abo. Und folgt mir gerne auf Instagram unter JasminGnu. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und wir gehen mal rein und schauen uns an, was hier passiert. Okay, was ist hier los? Was möchte sie? Sie schaut irgendwie genervt. Wir starten einfach mal den ersten Tag. Hier können wir wahrscheinlich wieder alles... Okay, ich ahne schon Böses. Was sind das hier für Maschinen? Fangen wir an. Tag 1. Nein! Lippen. Nein! Es ist schon sehr ungewöhnlich, wenn die Oberlippe größer ist, aber es ist doch schön! Nochmal zum Thema aufgespritzte Lippen. Schaut euch dieses Video von mir an. Ich habe das mal gemacht und was viele nicht wissen, das wandert nach oben und sonst wohin. Und auflösen tut eigentlich auch weh. Deswegen schaut euch das bitte an. Oh no, girl. Wow. Oh mein Gott! Oh, jetzt habe ich es zu groß gemacht. Das sieht aus, wie die Zunge raushängen. Ups! Oh, das tut mir jetzt aber leid. Übrigens, was viele nicht wissen, Hyaluronsäure wird sich nie zu 100% auflösen, auch wenn euch das gesagt wird. Da bleibt immer was übrig. Und auflösen ist auch nicht ohne, weil das kann auch euer körpereigenes Fett auflösen. Just saying. Okay, sorry, girl. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Bitte jetzt... Oh mein Gott. Warum wolltet ihr, dass ich das spiele? Wie sieht sie denn aus? Oh mein Gott, als ob man so eine Nase... Also komm, Girl. Da müssen, wenn du schon so große Lippen hast, müssen wir das mit einer dominanten Nase ausgleichen. Sorry. Du kannst nicht so dieses Stupsi-Näschen haben. Das sieht nicht natürlich aus. So, herzlich willkommen. Also ich finde sie jetzt hübscher. Die Nase steht dir doch... Hey, so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Und jetzt ist sie am Motzen, ne? Oh, sorry, wenn du zu dem günstigsten plastischen Chirurg genug gehst, dann kann ich dir auch nicht viel Know-how bieten. Bei mir würde jeder seine Schönheits-OP bereuen. Neues Item, direkt weitermachen. Okay, nächste. Was ist dein Problem? Okay, so Hautsachen ist immer okay. Ach, einfach weglasern, so ein paar Altersflecken, Muttermale. Müsste auch nicht sein, aber hey, was soll's. So, wunderbar. Sehr schön. Finde ich übrigens richtig erfrischend, dass diese Dame auch einfach mal eine normale Nase hat, so wie die davor, die ich gemacht habe. Wir haben es letztens zum Beispiel, habe ich ein wunderschönes Mädchen gesehen, mit auch einer ein bisschen größeren Nase. Ich hatte es so schön und erfrischend, mal eine Frau zu sehen, die ihre Nase einfach nicht dieses kleine Stupsnäschen-mäßig, wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er will, aber es war einfach schön, mal zu sehen, dass eine Frau halt eine natürliche Nase hat und die hat so eine Ausstrahlung gehabt. Das ist, worauf es ankommt, Leute. So, was möchtest du? Oh mein Gott. Also erst einmal, was auch immer ich da reinfülle, Hyaluronsäure in die Brüste machen, ist in Deutschland nicht zulässig. Hat auch einen Grund. Gibt Makrolane, sollte man nicht machen, ist wie gesagt in Deutschland nicht zulässig. Eigenfett ist eine OP, die man öfter machen muss. Es ist auf jeden Fall meistens nicht einfach nur eine Spritze reinsetzen, sondern viel mehr als das. Und zwar einfach nur Silikon. Das ist schon eine krasse OP. Ist aber jedem das Seine. So finde ich es eigentlich schon vollkommen okay. Kann ich bitte an die andere Seite? Da ich ja will, dass meine Patientinnen etwas daraus lernen, sich selbst zu akzeptieren, was ich selber auch noch nicht geschafft habe, machen wir einfach mal okay. Oh nein! Oh nein. So, es gibt Frauen, die haben unterschiedlich große... Ups. Ja, ist vollkommen okay. Okay, ich finde, das ist ausgeglichen. Sie ist ja jetzt schon unglücklich in der Narkose. Nein, was zur Hölle? Nein, was ist für ein Spiel? Das gibt's doch nicht. Das ist doch so eine schöne Gesichtsform. Wer schreibt mir das denn vor? Oder als ob das so einfach geht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich das... Oh Gott, wie eng kann ich das machen? Oh Gott, ich habe den ganzen Kiefer abtransportiert. Oh mein Gott. Girl, das sieht wirklich nicht gesund aus. Die sollten zu einem Arzt gehen, der es gut kann. Oh mein Gott. Was?
Neuer Game Mode is available. Okay, was können wir jetzt machen? Oh nein, mache ich jetzt so Flatrate-Operationen oder wie? Flatrate-Operationen. Let's. Oh mein Gott, Hilfe, was ist denn das? Hä, warum ist denn das so unfassbar schnell? Das ist aber ein Fehler, oder? Oh, da kommt schon die erste Kundin reingerannt. Aber warum ist das so schnell? Ich glaube, das soll nicht so schnell sein, oder? Um Himmels Willen, was mache ich denn da? Ach, ich mache die jetzt hier wirklich am Band. Oh no, ich operiere die hier wirklich alle am Fließband. Aber warum ist das so schnell? Oh, die fliegt hier rum. Meine Patientinnen fliegen durch den Raum. Oh mein Gott, irgendwie eskaliert hier gerade alles. Das soll nicht so sein. Legen Sie sich hin. Oh mein Gott, Hilfe. Ich glaube, das soll einfach nur das spiegeln, was es ist. Dass man einfach nur Flatrate irgendwelche Leute schnell operiert. Upgrade. Ich möchte mich erstmal wieder beruhigen, wenn das geht. Es geht mir alles zu schnell. Ein Bonus. Okay, let's go, girl. I'm a Skatman. Okay, was soll die Zähne jetzt hier mal selber putzen können, ey? Das ist immer das Geilste. Ach ja, also wenn schon, denn schon. Müssen die dann reinigen. Oh mein Gott, schrecklich. Was hat die eigentlich gegessen? Ja, Girl, ich hoffe, das passt jetzt so. Ja. Oh Gott, gruselig. Okay, jetzt muss ich dir so einen Fashion-Bart machen. Ich würde aber sagen, der Bart steht dir echt gut, ne? Nee, so ein Schnauzer nur. Nee, ich hätte eigentlich gerne so einen Schnauzer. Das sieht doch hot aus. So, let's go. Guck mal, ihr gefällt sogar. Wunderbar. Okay, Girl, warum siehst du so unglücklich aus? Du hast ein hübsches Gesicht. Was ist dein Problem? Augenbrauen natürlich. Ey, ich wäre so froh, Leute. Ich wäre so froh, wenn ich buschige Augenbrauen hätte, ey. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich aber viel weggemacht, ne? Ups. Da muss man ja ganz genau sein. Warum geht es bei dem Spiel denn alles? Wir machen so 80er Jahre. Da sah das nämlich so aus. 80er Jahre waren die Augenbrauen noch so, Leute. So. Sehr schön. Spice Girls. Ah, Dilly, what a war, what a Willis. Okay, nicht schon wieder. Passend zu den Spice Girls Augen. Kann ich so ganz wenig reinmachen? Yes, okay. Kann man nur so ganz wenig. So, pupp. Fertig. So, sieht doch schön aus. Passt doch zum Körper. Was ist dein Problem? Sei nicht so undankbar. Ey, komm, Girl. Tu mal nicht so. Ist doch super. So, oh, eine Spritze. Ich glaube, die kriege ich so oder so, oder? Okay. Wimpern. Da bin ich gut drin, Leute. Da bin ich super drin. Das habe ich euch ja schon gezeigt, wie gut ich das kann. Yes. Als ob man die so schön hinkriegt. Ne? Ich habe schon oft versucht, mir die Wimpern zu machen. Das war immer eine Katastrophe. Yeah, endlich mal eine zufriedene Kundin. Yes! So, was darf sein, my lady? Ich sehe schon. Ist gar kein Problem. So schön über die Lippen drüber, dass es so richtig schön wehtut. Oh Gott, fürchterlich. Auch die Wimpern. Oh Gott, über die Wimpern. Schrecklich. Muss ich auch die Zähne putzen, weil du es nicht kannst? Oh Mann, ey. Soll das Zahnstein sein oder was? So, fertig. Das gefällt dir trotzdem. Ist so voll unfertig. Okay. Oh, i, mit was mache ich denn das? I, ich spieße es auf, oder? Und dann? Dafür muss man sich natürlich auch ein OP-Gewand schmeißen, ne? Ach ja, und zu den ausgedrückten Pickel direkt mal schöne Wimperchen haben wollen, ne? So, die klebe ich einfach nur so ganz schnell dran. So flomp, flomp. Yes! Okay, was ist schon wieder dein? Da kommen einfach nur schöne Frauen, die irgendwie nicht zufrieden mit sich sind. Nein! Die will ja das volle Programm! Die will ja das volle Programm! Okay, aber dann richtig, ne? Gibt's keine Sonderwünsche. Dann aber alles. So, lebe damit. Dann aber alles, meine Liebe. Alles. Ich sag's dir. Und sie ist ja gar nicht so... Oh, sie ist unzufrieden. Und die Augenbrauen würde ich sagen... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, das ist der neue Trend. Die Augenbrauen, oh mein Gott. So eine schlechte Bewertung, warum denn? So, was gibt's hier schon wieder? Flecken im Gesicht, oh Gott, ich weiß jetzt schon. Warum muss man hier schon wieder direkt davon ausgehen, dass sie einen Kiefer machen möchte? Nur weil sie jetzt einen runderen Kiefer hat? Hä? Warum müssen immer alle gleich aussehen? So, okay, ich verweigere diese OP. Sorry, Girl, das war so schön, wie es war. Aber mit jeder OP... kann auch etwas Negatives mit sich gezogen werden. So, passt doch. Flämisch, kein Ponyhof und kein Wunschkonzert. Was ist dein Problem? Was ist dein Komplex? Nein! Nein! Fertig! Pup! Doch gut! Stell dich nicht so an! So, die nächste machen wir jetzt immer mal richtig. Okay, ich hoffe, das passt so. Ach komm, sieht doch gut aus. Es macht doch jeder seine Augenbrauen gerade nach oben. Ich würde wünschen, dass ich meine Augenbrauen nach oben bürsten kann. Ich habe einfach zu wenig Augenbrauen! Oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß es nicht. Okay, wir machen jetzt mal eine so, wie sie es wünscht. Aber eigentlich freue ich mich dagegen. Vor allem eine Kiefer-OP. Wie easy das hier einfach... Wieso ist sie unzufrieden? Oh nein, ich habe weitergemacht. Verdammt.
Das wollte ich gar nicht. Vor allem, wie easy die das darstellen mit einem Bohrer, so einem Kiefer. Wisst ihr ja nicht, was für eine krasse OP das ist, sich den Kiefer verschmälern zu wollen. Das ist absurd. So, let's go. Sorry, girl. So, also ich finde dich schön. Sieht nur aus, als hättest du die Weisheitszähne irgendwie ziehen lassen auf einer Seite. New Item! Schrecklich. Einfach so ein Bohrer aus dem Baumarkt geholt. Naja, Leute, hier mal genug dazu. Ich glaube, weitere OPs gibt's nicht. Mir ist immer wichtig, weil ihr habt mir dieses Spiel empfohlen, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr es auch gespielt habt. Das ist nicht die Norm. Also, wenn man halt einen breihöteren Kiefer hat und eine andere Nase, ist es trotzdem wunderschön. Also bitte seid einzigartig und versucht nicht dem momentan Schönheitsideal zu entsprechen, denn auch das wird sich wieder ändern. Der Trend geht ja zum Beispiel dahingehend zurück, dass viele sich wieder den Hintern verkleinern lassen, was eigentlich schwierig zu machen ist, weil man den Hintern kann man nicht straffen. Genauso wie, dass die Lippen auch wieder nicht so groß sind. Das heißt, man muss nicht jeden Beauty-Trend mitmachen. Ihr müsst mit euch zufrieden sein. Daran muss man arbeiten und aus sich einfach, ich sage immer, die schönste Version von sich selbst sein, indem man auch innerlich mit sich happy ist. Ihr könnt so viel an euch rumschnibbeln und machen, wie ihr wollt. Ihr werdet nie happy sein, wenn ihr es nicht schafft, dass ihr innerlich mit euch im Reinen seid. Das Allerwichtigste, bitte, bitte, bitte glaubt mir, ich habe so viel Zeit unnötig mit meinem Aussehen verschwendet. Hätte ich doch mal lieber da die Zeit nützlich gut genutzt und hätte irgendwie eine Sprache gelernt oder so, hätte ich viel mehr Mehrwert daraus gezogen als alles andere. Ich weiß, es ist schwer in der heutigen Zeit, aber bedenkt es bitte auch bei solchen Spielen. Das ist alles einfach nur, die verarschen ja den Trend. Also die meinen das ja auch teilweise ironisch. Das ist ganz wichtig. Ja, empfehlt mir gerne weitere Games. Vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst gerne ein Abo da und wir sind alle wunderschön, so wie wir sind. Bei mir.